Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Dieter Eisele Sea Fishing im Meeresprogramm die Nummer 1. Wer in Norwegen gezielt auf große Meeresräuber aus ist, der kommt auch im Land der Fjorde nicht ohne Naturköder aus. Große Dorsche, Längs und Heilbutts lassen sich besonders gut mit ganzen Köderfischen überlisten. Mit dem Baitball von Eisele schicken sie ihre Köderfische besonders effektiv und fängig Richtung Grund. Teamangler Hauke Loof zeigt, worauf es ankommt. Der Baitball dient uns Norwegenangler als selektiver Köder zum Fangen großer Dorsche, Seelachse, Läng und auch natürlich dem Heilbutt. Die Befestigung des Baitballs sieht so aus, dass wir erstmal unseren Köder bearbeiten müssen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Man nimmt die eine Seite vom Filet bzw. vom Schwanzende und schneidet mit dem Messer an der Grete entlang, ca. 5 bis 10 cm hoch. Das machen wir auch mit der anderen Seite. So, die zweite Geschichte, was auch wichtig ist, ist, dass wir den Köderfisch zweimal das Rückgrat brechen. Und zwar deshalb, weil er dadurch nachher ein besseres Spiel erhält. So, jetzt haben wir hier einmal den Einzelhaken, der dient im Prinzip nur zur Fixierung. Den setze ich hier unten am Maul an und mache den einmal durch den Kopf. Jetzt haben wir den Köderfisch schon mal fixiert und jetzt haben wir ja ein Zwei-Haken-Drilling-System und den ersten Haken, den setze ich einmal hier unten und den zweiten Haken wähle ich so, dass er hier hinten dran ist. Und dann sieht das System im Prinzip so aus. Die schöne Geschichte an dem Baitball ist einfach, dass er im Gegensatz zu anderen Naturköder- bzw. Köderfischsystemen frei hängt vom Bleikopf. Also man hat das ja oftmals, dass ich irgendwie eine Stange habe, die im Fisch drin ist und dadurch erhält der Köderfisch nicht so ein lebendiges Spiel. Und hier ist es halt so, der Köderfisch ist hier ja unabhängig vom Bleikopf und durch die Methode, wie wir ihn angeködert haben, hat er halt auch im Wasser ein sehr lebhaftes Spiel. Ein Wort zur Führung vom Baitball. Das hängt so ein bisschen mit der Fischart zusammen. Also man kann ihn sowohl passiv halten, als auch so ein bisschen langsam durch die Wassersäule kurbeln und dabei den Köder so ein bisschen spielen lassen. Er hängt ja frei am Kopf und wenn ich den Köder so ein bisschen an- und absinken lasse, dann macht er so eine schöne Tauchfahrt, beziehungsweise geht... Oh, da habe ich einen Biss. Oh. Köder ist eigentlich dafür gemacht, um selektiv große Fische zu fangen. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass ich auch mal ein 4- oder 5-pfündiger Dorsch da dran vergreife. Oh. So. Oh. Gar nicht so schlecht aus der bis jetzt. Mal gucken. Könnt aber auch einer von den zahlreichen Lumpen hier sein. Ja, man kann diesen Köder auch sehr gut selektiv zum Längen und zum Seehechtfischen einsetzen. Selektiv sage ich deshalb, weil halt ein ganzer Köderfisch immer selektiv in der Regel größere Fische bringt als beispielsweise jetzt Filets oder halbe Fische oder was weiß ich. Also der ganze Köderfisch, sei es nur auf große Dorsche, sei es... Oh! Ich glaube, das ist ein Lump. Aber wir schauen mal. Ich muss so hoch.
So, das ist diesmal ein Lump, gar kein schlechter. Wir haben den Baitball natürlich aber auch schon sehr erfolgreich gefischt. Auf Hitra beispielsweise zum Lenkfischen. Unser Teamangler Enrico Werber hat da richtig geile Fische gefangen, bis über 1,70 Meter. Auch wenn es jetzt kein selektiv großer Fisch geworden ist, können wir doch sehen, dass der Baitball mit dem ganzen Seelachs ein sehr guter Köder ist für die hiesigen Fische in Norwegen. Die Baitballs von Eisele sind in vier verschiedenen Gewichten von 200 bis 600 Gramm erhältlich und decken damit nahezu alle Strömungs- und Driftbedingungen ab. Ebenfalls im Handel sind bereits vormontierte Systeme, mit denen Sie sofort angeln können. Die Baitballs von Eisele Sea Fishing sind im gut sortierten Fachhandel erhältlich.